Hallo und willkommen. Mein Name ist Marius Ebert. Ich bin Experte für leichtes und schnelles Lernen und möchte in diesem kleinen Video mal betrachten, wie man den Kauf eines Grundstücks verbucht. Also Grundstückskauf, wie man das verbucht, das ist unser Thema. Und zwar haben wir zunächst mal den Preis. Das Grundstück hat einen Preis, der zwischen Verkäufer und Käufer ausgehandelt wurde. Und das ist natürlich zunächst mal eine wichtige Grundlage. Das heißt, das Erste, was wir aufnehmen, ja, Sie sehen schon, das wird eine Zusammenstellung aus mehreren Posten, ist der Anschaffungspreis und zwar netto. Ja, sollte hier Umsatzsteuer zum Tragen kommen, netto. Dann eventuell minus Rabatte, minus Skonti. Das gilt grundsätzlich nicht nur beim Grundstück. Beim Grundstück ist es vielleicht nicht so üblich, aber auch das könnte ja sein. Minus Rabatte, minus Skonto. Und jetzt kommt das Besondere, nämlich plus der Notar und plus der Makler, wenn ein Makler im Spiel ist, plus die Grunderwerbsteuer. Plus eventuelle Gebühren für Umschreibung im Grundbuchamt. Plus, 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 plus. Das heißt, dieses hier wird als Anschaffungsnebenkosten aktiviert und nicht über Aufwand gebucht. Und damit haben wir die sogenannten Anschaffungskosten. Und diese Anschaffungskosten werden gebucht. Per Grundstück, da wird dann der Betrag eingebucht, den wir jetzt hier gerade unten errechnet haben. Per Grundstück und wenn relevant per Vorsteuer an Bank. Ja, Bank, da wird das Geld dann meistens ja bargeldlos überwiesen. Ja, das war's. Schauen Sie unter spaßlerndenk-shop.de für weitere Lernhilfen. Dankeschön. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.